Ja, hi Leute, ich wollte ein Video machen über die Bauteile und deren Aufwertung, Aufwerten, Fusen, nennen das manche. Und zwar wollte ich meine Little Boy aufwerten. Natürlich muss die schon mal einmal aufgewertet sein, um auch die neuen Stabilisatoren zu benutzen. Also die gibt es ja auch in verschiedenen Farben. Und ich wollte das erstmal mit den ganz einfachen blauen mal versuchen. So, dann gehen wir in Lager und dann Bauteile und dann jeweils sucht man sich sein Teil raus. Bei mir ist es jetzt die Little Boy. Gewicht minus 17, Explosionsradius plus 10, Projektilgeschwindigkeit plus 25. Das wollte ich jetzt nochmal behalten. So, die muss ich jetzt mal. Ist die schon entsperrt? Ja, okay. Dann gehen wir auf Aufwerten. So, dann gehen wir zu den Waffen. Und dann, wo ist sie? Wo ist sie? Little Boy. Da ist sie. So, fixiere nicht mehr als zwei Parameter, die du beibehalten möchtest. Ja, das ist ja logisch. Wenn man drei dann fixiert, das bringt ja nichts. Also ich fixiere dann das letzte, Projektilgeschwindigkeit plus 25. So, ich habe hier 14 seltenen Stabilisatoren in Blau. Was ihr dann natürlich braucht, sind zwei normale Little Boys. So. Und dann kann man hier anklicken. Und dann ist so ein Schloss davor. Und hier zeigt er dir auch an, dass ein Stabilisator benutzt wird. So. Nichts fixieren, Parameter werden durch zu viele Parameter aus der Gruppen ersetzt. Zuverlässigkeit, Haltbarkeit plus 10, Resistenz gegen alle Schäden plus 10. Okay. Leistungsschaden plus 5, Nachladerate. Also das wäre ja super, wenn das kommen würde, das zweite. Aber schauen wir mal. So, jetzt drücke ich auf Aufwerten. Und was passiert? Was passiert? Und beibehalten der alten Parameter. Gewicht plus 10, Projektilgeschwindigkeit plus 25. Wähle neue Parameter. Gewicht minus 17 Schaden plus 5 Schaden habe ich jetzt extra dazu bekommen. Okay, jetzt wählen wir mal aus. Also drauf bleiben mit dem Mauszeiger. So, Schaden. Ui, super. Schaden ist immer gut. So. Kadenz, Reichweite, Genauigkeit, Munition, okay, Gewicht. Aha, okay, ja, plus 5 Schaden haben wir gekriegt. Ja, gut. Besser als nichts. So, jetzt gehe ich mal Bauteile. Nochmal in die Garage gucken. Also die alte Haltbarkeit plus 10, Nachladung plus 9, Projektilgeschwindigkeit plus 25 und die neue Gewicht minus 17 Schaden plus 5 Projektilgeschwindigkeit plus 25. Ja, okay. Die sperre ich mir mal, weil es dort nichts passiert. Ja, und so funktioniert es mit dem Aufwerten hier oben und den Stabilisatoren dann. Die sind dann im normalen Lager bei den Ressourcen. So, die könnt ihr euch natürlich bei der Fraktion hier, bei den Ingenieuren, bei Herstellung Orange, die könnt ihr dann hier dann die hell türkisblau was da herstellen. Dann braucht ihr hier 4 Stück davon, könnt ihr so ein hellblaues da kriegen und dann geht es immer so weiter. Da braucht man nur 3. Von 2 für ein goldenes und Relikt 2 goldene. Ja, okay. Das ist, glaube ich, erklärt sich von selbst. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das Video. Lasst mir einen Daumen da oder ein Like oder einen Kommentar in den Videobeschreibungen. Okay, bis dahin, macht's gut. Ciao.